Hallo, liebe Freunde der Zahltagsstrategie, da bin ich wieder, Nils Gajowi. Jemand hat mir eine Mail geschrieben, ihm sei angeboten worden, sein Aktiendepot doch zu verleihen. Also, was steckt dahinter, welche Risiken und welche Kosten oder welche Möglichkeiten eines zusätzlichen Einkommens sind damit verbunden? Zunächst einmal zum Hintergrund, was ist Aktienleihe? Wie wir wissen, kann man ja Aktien leer verkaufen und diese Aktien muss man, um sie am Markt leer zu verkaufen, sich in der Regel irgendwo borgen. Und dieses Ausborgen von Aktien setzt voraus, dass auch jemand bereit ist, diese Aktien zu verleihen. Und das kann jeder tun, der ein ausreichend großes und voll bezahltes Aktiendepot hat. Interactive Brokers bietet das bei Kunden regelmäßig an und nennt das irgendwie Maßnahmen zur Verbesserung der Rendite eines Aktienportfolios. Da gibt es so ein Programm, das kann man in der Kontoverwaltung aufrufen, ein Häkchen setzen und dann stehen die Aktien, die man im Depot hat, auch zur Verfügung für die Aktienleihe. Ist das riskant? Nun, wie riskant das ist genauso riskant wie ein Konto bei Interactive Brokers zu haben. Denn der Kontrahent, wenn ich meine Aktien verleihe, ist nicht etwa derjenige, der sich die Aktien ausborgt, sondern es ist immer wieder Interactive Brokers. Und solange wie dieser Broker nicht pleite geht oder irgendwelche Dummheiten macht oder kriminelle Energie an den Tag legt, kann ich natürlich damit rechnen, dass die Aktien, die ich an jemanden verliehen habe, auch wieder zurückkommen in mein Depot. Die spannende Frage dabei ist, wie lukrativ ist denn so etwas? Und bevor ich hier irgendwas an Märchen erzähle, habe ich einfach mal ein Stückchen von meinem letzten Monatskontoauszug mitgebracht. Und da sieht man so richtig, die Bombe ist das nicht, die da einschlägt im Konto. Wir reden hier bei mir über ein Aktiendepot von über 200.000 Dollar. Und was man hier sieht, das sind die Transaktionen, die verliehenen Aktien, die jetzt im Monat Juli 2017 ausgeborgt wurden. Das sind erstens immer sehr wenige. Es wird also nicht das gesamte Aktienportfolio verliehen. Man muss ja auch irgendjemanden haben, der die Aktien borgen will. Ja, also, es geht immer nur um einen Bruchteil. Zum Zweiten sieht man hier eine Spalte, die heißt Zinsen, die an Interactive Brokers gezahlt wurden. Und diese Zinsen sind jetzt nicht so umwerfend hoch. Sie beginnen bei 0,05% und enden irgendwo bei 0,56%. Von diesen Zinseinnahmen behält sich natürlich Interactive Brokers als Servicegebühr die Hälfte. Und dann bleibt in der nächsten Spalte für mich genau noch die Hälfte davon übrig. Manchmal ist es ein bisschen mehr und man sieht hier, über den Monat aufaddiert, bin ich dann immerhin auf sensationelle 81 Cent gekommen, also US-Cent. Und wenn man das dann umrechnet in Euro, wird es noch ein bisschen weniger. Und wenn man darauf jetzt auch noch Steuern zahlen sollte, denn das sind ja Zinseinnahmen, dann wird noch weniger davon übrig bleiben. Also Fazit, es schadet nicht, wenn man seine Aktien verleiht. Das Risiko ist nicht größer, als wenn man die Aktien einfach so im Portfolio liegen hat. Es gibt ein bisschen Nebeneinkommen, aber das ist jetzt nichts, wo man über den Monat eine Kugel Eis von kaufen kann. Und deswegen würde ich es auch nicht machen, also des Geldes wegen. Auf der anderen Seite, ich habe den Haken gesetzt, ich verleihe meine Aktienbestände auch. Jeder Dollar, den man einnimmt, ist ein Dollar, den man irgendwann wieder anlegen kann oder auch wieder ausgeben kann. Und man muss sich nur bücken. Kleinvieh macht auch Mist. Also passen wir auf unser Geld. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Nils Gajowi.